Was für ein großartiger Morgen. Herzlich willkommen. Ich wollte starten, ich wollte euch das nicht unterschlagen. Ich habe einen netten Spruch in dieser Woche gehört. Und dieser Spruch heißt, ihr seid mit Abstand mir die Liebsten. Das geht natürlich nur in der deutschen Sprache und ich hoffe, du verstehst den Joke. In der Corona-Krise, glaube ich, muss man tatsächlich nicht das Lachen vergessen. Ich möchte einsteigen in die Predigt mit einem Cartoon von Peanuts. Charles M. Schulz hat damit richtig Weltkarriere gemacht. Und die Hauptfigur ist immer der tragische Charlie Brown. In dieser Szene, Charlie Brown sitzt am Strand und er buddelt im Sand und er baut eine wunderschöne Sandburg. Und am Ende sieht man, wie er so ein kleines Fähnchen oben in den Turm setzt. Aber wer genau beobachtet und diesen Cartoon anschaut, der sieht, dass von hinten schon langsam, aber sicher die Welle näher kommt. Und während er sein Bauwerk bewundert, wow, kommt die Welle, schwappt drüber und am Ende bleibt nur noch ein echter Sandklumpen. In dem letzten Bild sieht man, wie Charlie sich dieses Bild von Chaos anguckt und wie er so sinnierend folgenden Satz sagt. Ich glaube, dieses Ereignis will mir was sagen. Ich weiß bloß nicht, was. Ich habe darüber nachgedacht. Und die Frage, die sich doch stellt, ist, hey, worauf gründen wir am Ende unser Leben? Worauf bauen wir unser Leben? Was ist das Fundament? Und natürlich, klassisch fällt uns sofort ein, und mir fiel das auch ein, der sogenannte schiefe Turm von Pisa, 1173 angefangen zu bauen. Man wollte so einen Glockenturm neben den Dom in Pisa stellen. Und als man die dritte Etage erreicht hatte, stellten die Fachleute fest, langsam aber sicher beginnt der Turm sich zu neigen. Warum? Die Ursache war relativ schnell klargestellt. Man fand raus, der Boden bestand aus Sand und Morast und deswegen war klar, auf dem Fundament kann der Bau nicht wirklich sich auf Dauer halten. Heute hat dieses Bauwerk eine Neigung von 3,96 Grad, also fast 4 Grad, und geht als Kunstwerk in die Geschichte ein. Also manchmal kann man sogar negativ immer noch ein gutes Beispiel sein. Ein positives Beispiel für das richtige Fundament ist der Kölner Dom. Die meisten von uns wissen, vor 70 Jahren, Zweiter Weltkrieg ging langsam zu Ende, die Fachleute haben das mal nachgerechnet, Hunderttausende von Bomben sind auf Köln niedergeprasselt. Und tatsächlich wurde eine Welle nach der anderen ausgelöst, viele, viele dieser Häuser in Schutt und Asche gelegt, aber der Dom stand und er blieb stehen, obwohl er 14 Treffer bekommen hat. Und man sagt, jeder dieser Bombenangriffe, diese flächendeckende Hagel, war wie so eine Erdbebenwelle, der Dom stand. Warum? Wenn man heute nach Köln fährt, kann man das besichtigen. Man kann am Südturm runterstiefeln, die Treppe runter, runter, runter. Und dann stellt man fest, 16 Meter tief unter dem Dom ist das Fundament. Das heißt, die Leute haben das ausgerechnet, so viele Steine, wie oben drauf gebaut wurden, sind mindestens auch nach unten gebaut worden. Das ist das Geheimnis, warum Bombenangriffe, was auch immer, diesen Dom nicht erschüttern konnte. Das Fundament, Leute, ist der Schlüssel. Und das ist am Ende das, was jeder für sein eigenes Leben auch rauskriegen muss. Du kannst nur auf ein starkes Fundament auch ein starkes Lebensgebäude bauen. Die Wahrheit stimmt in jedem Fall. Und die Frage ist, worauf baust du dein Leben? Meine Eltern kamen aus Ostpreußen und aus Pommern. Die haben alles verloren im Krieg. Und als sie dann in Schleswig-Holstein gelandet sind, dann hatten sie eine einzige Devise, mit aller Kraft irgendwie das Leben nach vorne kriegen. Und deswegen gab es bei uns zu Hause so ein ungeschriebenes Gesetz, nur der, der wirklich gut ist, nur der, der wirklich was leistet, der darf tatsächlich auch den Mund aufmachen. Leiste was, dann bist du was. Das habe ich als Kind verinnerlicht. Nur wenn ich in der Schule wirklich gut war, habe ich zu Hause eine Belobigung bekommen. Nur wenn ich im Sport mit der Ehrenurkunde nach Hause gekommen bin, dann habe ich tatsächlich von meinem Vater mal einen Klaps auf die Schultern bekommen. Nur wer der Beste ist, hat eine Chance. Das Spielchen macht man als Kind mit, aber ehrlich, Leute, wenn man ein bisschen älter wird, stellt man doch fest,
wofür mache ich das ganze Theater eigentlich? Warum muss ich dauernd versuchen, auf dieser Leistungsschiene mitzuhalten? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es gibt immer einen, der schöner ist, es gibt immer einen, der besser ist, es gibt immer einen, der erfolgreicher ist und so weiter. Das ist so ein Spielchen wie der Hamster im Rad, der sich dann rennenderweise versucht zu drehen und er kommt trotzdem keinen Meter vorwärts. Von einem Komiker habe ich ein nettes Wort gehört, der hat gesagt, wir versuchen Geld zu verdienen oder Geld zu haben, um das auszugeben, um mit Leuten mitzuhalten, die wir am Ende gar nicht leiden können. Und ich dachte, ja genau, das ist, was wir machen. Wir spielen ein ganz blödes Spiel. Und irgendwann fällt uns auf das Spiel haben wir eigentlich keine Lust. Meine Großmutter, eine ganz süße alte Dame, sie kam aus Berlin einmal im Jahr zu uns nach Hause. Und sie hat das gemacht, was meine Eltern zu Hause nie gemacht haben. Sie spielte mit uns Brettspiele. Und ihr Lieblingsspiel war Monopoly. Und wenn Oma Monopoly spielte, dann lebte sie in ihrer Welt. Und meine Brüder und ich, wir haben dann versucht, mit ihr mitzuhalten, was nie funktioniert hat. Sie hat uns immer abgezogen. Sie hat immer gewonnen. Und wir haben nie richtig verstanden, wie es funktioniert. Bis ich irgendwann alt genug war, die Strategie dahinter zu begreifen. Nämlich, es geht überhaupt nicht darum, sicher zu spielen, sondern es geht darum, alles oder nichts. Kauf, was irgendwie zu kaufen geht, mach den Gegner platt, dann hast du eine Chance zu gewinnen. Und so als Jugendlicher habe ich irgendwann gewusst, so mit Haken und Ösen, mit die Würfel richtig hindrehen, dass die Zahlen rauskommen, die man braucht und so weiter, kann man gewinnen. Und ich habe gegen Oma gewonnen. Und das war mein Reichsparteitag, das war der Tag überhaupt. Ich hatte den Triumph meines Lebens, ich habe mich so gut gefühlt wie selten. Und dann hat Oma mir gezeigt, dass das noch nicht das Letzte war. Meine Oma nahm das Monopoly-Brett, öffnete die Schachtel, klappte den ganzen Laden zusammen und alle Hotels und Häuser und was immer, auch an Karten, Elektrizitätswerke, was immer, rauschte in diese Schachtel. Sie packte oben die Spielplatte drauf, machte die Schachtel zu und sagte, Junge, der wichtigste Moment in deinem Leben ist, wenn du begreifst, am Ende landet alles in der Kiste. Also wenn man 14, 15 Jahre alt ist, dann guckt man das an und denkt, was auch immer die alte Frau sagt. Ich habe Jahre gebraucht, um zu begreifen, was Oma mir da klar machen wollte. Ganz ehrlich, alle unsere materiellen Dinge, die wir unser Leben lang uns mit Mühe aufbauen, werden am Ende alle in der Kiste landen. Am Ende ist ganz egal, ob wir Bauer oder König oder was immer geworden sind, am Ende landen wir alle in derselben Kiste. Passt für alle, ist für alle groß genug. Alles, was du jemals im Leben hattest, kannst du mitnehmen, passt alles da rein. Oder wie das mal jemand ganz böse gesagt hat, ich habe noch nie einen Leichenwagen mit Anhänger gesehen. Die Wahrheit ist, wir nehmen nichts mit. All das Zeug, für das wir unser Leben lang uns abgerackert haben, kommt am Ende und wird von Motten und Rost gefressen. Und wenn das Einzige war, worauf du dein Leben aufgebaut hast, ey, ehrlich, du bist ein armes Schwein, lass mich das mal deutlich sagen, dann bist du wirklich an dem Punkt angelangt, wo du sagen musst, ey, wenn das alles war, worauf ich mein Leben gebaut habe, hey, wofür? Und ich glaube, das ist der Punkt, den irgendwann alle Leute erkennen. Irgendwas am System stimmt einfach nicht. Und wir fragen uns, gibt es nicht ein anderes Fundament? Meine Frau und ich, wir haben einen kleinen Jungen adoptiert. Unser erstes Kind war ein adoptierter, kleiner, süßer Junge. Und dieser kleine Junge hat alles probiert, um es uns recht zu machen. Um der super liebe Junge zu sein, den alle lieb haben, den alle umsorgen, für den alle geben, was sie können, um dieses Liebesvakuum, dieses Liebesdefizit in ihm zu stillen. Aber er hatte einen Punkt, den kriegte er nicht in den Griff, egal wie sehr er sich angestrengt hat. Er hatte eine für mich am Anfang nette Begabung. Wenn er malte, konnte er sich richtig im Malen vergessen. So, seine Stifte waren nicht nur auf dem Papier, seine Stifte waren irgendwann auf der Platte, irgendwann auf dem Tisch, irgendwann auf dem Fußboden und schlussendlich an der Wand. Die weiße Tapete hatte es ihm angetan, da konnte man sich ausleben, da konnte man was auch immer drauf zeichnen. Und tatsächlich, als Elternteil, am Anfang fanden wir das irgendwie lustig. Aber wenn du zum dritten und vierten und fünften und sechsten und siebten Mal anfängst, die Tapete neu zu weißen, dann macht das irgendwann keinen Spaß.
Und so kam es, wie es kommen musste. Irgendwann saß ich mit ihm und sagte, Marcelli, mein Freund, das geht so nicht weiter. Hey, du hast genug Papier, wir haben alle möglichen Rollen besorgt, du kannst dich austoben, aber die Tapete bleibt weiß. Hast du das verstanden? Ansonsten haben wir beide ein ernsthaftes Gespräch. Und man denkt sich dann ja als Papa, jedenfalls, wenn man noch relativ neu im Geschäft ist, das hat bestimmt Wirkung. Ja genau, für 3-4 Tage. Und dann waren die Zeichnungen wieder da. Ich saß oben im Büro und ich hörte, wie meine Frau unten sagt, jetzt gehst du hoch zu Papa, das klärt ihr, Männergespräch. Und ich hörte, wie die Treppe knarrt, irgendwann kam er rein ins Büro und ich habe den kleinen Kerl genommen, ihn vor mich hingesetzt auf den Schreibtisch, Auge in Auge, Papa und Sohn. Und ich sage, Marcelli, was ist los? Hab wieder gemalt, Papa. Sag ich, und? Man stellt ja auch als Vater so unglaublich intelligente Fragen, ja, so, sollst du malen? Nein, Papa. Und was soll Papa jetzt mit dir machen? Und dann schaut mich dieses Bürschlein an. Und der liebe Gott, als er ihn geschaffen hat, hat er ihn mit 2 wunderschönen braunen Augen gemacht, so Bambi-blickmäßig. Und dieser kleine Kerl schaut mich an und sagt, Papa, mich liebhaben. Und ich wette, Sie hätten die Erziehungsmaßnahme nicht durchgezogen, ich habe sie auch nicht durchgezogen. Sondern plötzlich fiel mir so siedend heiß auf, dass das eigentliche Fundament ist, das jeder von uns braucht. Ganz tief in unserem Herzen wünschen wir uns ein Fundament, das uns klar macht, du bist sicher, du bist stark, du bist geliebt, du bist wertvoll. Und es ist völlig egal, ob du gerade alles richtig gemacht hast oder ob du gerade alles falsch gemacht hast. Dein Wert ist überhaupt nicht von deiner Leistung abhängig, sondern dein Wert ist abhängig davon, dass du für mich das Kostbarste und Beste bist, das je über diese Erde gelaufen ist. Und diese Liebe ist, glaube ich, das, wonach wir alle uns im Leben sehen. Das ist, warum wir in Beziehung leben. Das ist, warum wir die Dinge machen, die wir machen. Wir würden so gerne geliebt sein wollen. Und diesen Wert, den brauchen wir. Und wenn wir ihn nicht bekommen, dann suchen wir ihn unser Leben lang. Und wir merken, das ist wie so ein Vakuum, so eine Leere, die wir mit nichts auf der Welt füllen können. Und Gott wusste das. Deswegen gibt es eine unglaubliche Aussage, da heißt es, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Wissen Sie, was das bedeutet? Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, egal ob du gut oder schlecht warst, egal ob du es hingebracht hast oder nicht, du bist immer von Gott geliebt. Die Bedingung, um geliebt zu sein, heißt nicht, ich muss es richtig machen, sondern die Bedingung heißt, ich muss mich lieben lassen. Meine kleine Tochter hat mir die Lektion beigebracht. Wir wollten umziehen und sie hatte eine Lieblingspuppe, die hatte sie von der Oma bekommen, als sie tatsächlich Baby wurde. Wurde in ihre Wiege mit hineingelegt. Am Anfang war die Puppe so groß wie das Kind, aber im Laufe der Zeit hat sich das geändert. Und über die Jahre hat die Puppe schwer gelitten. Der Arm war mehr oder weniger abgerissen. Die Haare hatten schon massiv gelitten. Ein Auge ging nicht mehr, wie es sollte und so weiter. Also die Puppe war wirklich unansehnlich, elendig eigentlich. Und bei dem Umzug dachte ich, jetzt habe ich eine schlaue Idee. Ich packe diese Puppe irgendwo in irgendeine der Kisten und dann ja, wird die nicht mehr ausgepackt und alles ist cool. Am Abend in der neuen Wohnung liegt sie in ihrem Bett und ich saß neben ihr, wie wir das als Ritual immer wieder machten bei uns zu Hause und ich sage, geht dir alles, ist alles okay, Mini? Und sie sagt, nein, Papa, ich kann nicht schlafen. Und ich sage, wieso kannst du nicht schlafen? Ja, meine Puppe ist nicht da und du weißt, Papa, ich habe meine Puppe so lieb, das ist doch wie meine Schwester. Und okay, was macht man als Vater? Man versucht irgendwie so ein bisschen drumherum zu reden, um nicht zu sagen, dass man selber der Schuldige war, der gerade versucht hat, dieses komische Puppenteil dazu entsorgen. Und ich habe versucht, sie zu vertrösten, aber es ging von Tag zu Tag. Jedes Mal, wenn wir in die Zu-Bett-Geh-Phase kamen, kam der Schrei, die innere Sehnsucht nach dieser Puppe. Und was macht man irgendwann, um diesem Elend ein Ende zu setzen, habe ich alle möglichen Kisten auseinandergebaut, bis ich schlussendlich die Puppe gefunden habe und dann war der Friede wieder gewährleistet. Und mir kam ein Gedanke, was hat diese Puppe so wertvoll gemacht? Bestimmt nicht ihr Aussehen.
der materielle Welt war Schrott. Aber die Liebe meiner Tochter machte die Puppe wertvoll. Und das ist der Gedanke, den wir ganz tief in unserem Herzen eigentlich spüren, dass das die Wahrheit ist. Wir brauchen diese Liebe Gottes. Wir brauchen die Liebe von jemandem, der größer ist als wir selber, der uns Wert zuspricht. Und tatsächlich, selbst Jesus Christus, der Sohn Gottes war und in diese Welt gekommen ist, der brauchte diese Bestätigung der Liebe des Vaters. Es gibt diese Szene, wo Jesus in seinen Dienst einsteigt. 30 Jahre lang hatte er gelebt mit Josef und Maria. 30 Jahre lang war er als Zimmermann unterwegs, hat nichts Besonderes gemacht, hat seinen Lebensunterhalt verdient. Alles war cool. Und bevor er in seinen Dienst einsteigt, nimmt Gott sich die Freiheit, reißt den Himmel auf und brüllt runter: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Was hat Jesus bis dahin gemacht? Nichts. Kein außergewöhnliches Wunder, keine Totenauferweckung, keine tolle Predigt, gar nichts. Aber Gott, der Vater, wusste, dass damit Jesus ein Fundament hat, auf das er aufbauen kann, damit sein Leben wirklich Bestand und echte Qualität hervorbringen kann, braucht er diese Bestätigung des Geliebtseins. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was du brauchst. Das ist, was ich brauche, jeden Tag neu. Und Gott gibt sich eine unglaubliche Mühe, uns diese Liebe klarzumachen. Uns zu sagen: Hey, du bist was Besonderes. Vor Grundlegung der Welt, das ist so ein Gedanke, den kann ich kaum fassen, aber der ist so großartig, hat Gott uns erwählt und geliebt. Vor Grundlegung der Welt, versuchen Sie mal in die Richtung zu denken, ja, ist mega. Und dann kommt er hinein und sagt: Ich habe alles gegeben für dich, weil du so kostbar und wertvoll bist in meinen Augen. Ich kann das kaum nachvollziehen. Aber das, was Gott investiert hat, war sein eigener Sohn, war die größte Liebe, die man je bringen konnte. Sich selber zu opfern, um verlorene Leute nach Hause zu ziehen. Ich mag dieses Beispiel vom IBM-Chef Tom Watson. Watson hatte einen jungen Manager und er hatte in diesen Jungen wirklich viel investiert. Er sah in ihm den kommenden Nachfolger. Und er hatte ihm ein 10-Millionen-Dollar-Projekt anvertraut. Und der Junge hatte das Ding verrissen. Es war irgendwie im Sand verendet. Die 10 Millionen waren einfach durch. Und der Jungmanager hatte den Termin beim Chef und er hatte schon vorsorglich seine Kündigung geschrieben, weil er wusste: Ey, keine Chance. Und er legte die Kündigung bei Tom Watson auf den Schreibtisch, schaute den Chef an. Der Chef nahm den Zettel, las die Kündigung, guckte den Jungmanager an und dann brüllte ihn an und sagt: Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. In Sie habe ich gerade 10 Millionen Dollar investiert. Sie sind die teuerste Ausbildungsperson in unserem Betrieb. In jemanden, in den ich so viel investiert habe, den werde ich doch nicht rausschmeißen. Und verstehst du den Gedanken? Gott hat in dich so unglaublich viel investiert, die Liebe seines Sohnes. Ey, versucht mal Karfreitag zu begreifen unter diesem Gesichtspunkt. Gott investiert alles. Wie sollten deine Fehler ihn dazu bringen, dich irgendwie rauszuschmeißen? Nie im Leben. Sondern diese Liebe Gottes kommt und sie liebt uns und sie bringt uns am Ende durch. Und Freunde, die Gefahr besteht darin, dass wir denken, irgendwie, wir müssten religiös werden. Religion ist immer: Ich muss irgendwas leisten, irgendwas tun, damit Gott hoffentlich noch ein bisschen zufriedener mit mir ist. Und dann kommen diese ganzen Zwangübungen und Pflichtübungen und dann versucht man irgendwie fromm zu sein und denkt, dann hätte ich Gottes Liebe irgendwie noch ein Stückchen verdient. Pack es einfach in die Tonne. Liebe verdienen wir nicht, sondern Liebe bekommen wir geschenkt. Und nur wenn wir auf diesem Fundament arbeiten: Ich bin geliebt, ich bin beschenkt, ich bin gesegnet, ich bin von Gott mit allem ausgestattet, erst danach kommt diese Möglichkeit, dass wir lieben können, dass wir mit dieser Liebe antworten können. Ich komme aus dieser Phase noch, wo man demonstriert hat, so friedensbewegungsmäßig. Und dann gab es so diesen Slogan: Du musst ein Friedensstifter sein. Irgendwann habe ich über diesen Satz nachgedacht und dachte: Was für ein blöder Satz. Wenn du ein Friedensstifter sein musst, musst du ja mal eine Stiftung haben. Das heißt, da muss ja irgendwo Besitz sein. Denn wer nichts hat, kann auch nichts stiften. Und Gott, der das wusste, der uns so angelegt hat, weiß, dass bevor du ausatmen kannst, musst du mal eingeatmet haben.
Wenn du das nicht hast, was sollst du geben? Und deswegen sagt Gott, hey, das Geheimnis eines echten Lebensfundamentes besteht darin, dass du begreifst, du wurdest zuerst von Gott geliebt und nur wenn du in dieser Liebe satt wirst, kannst du tatsächlich auch andere lieben. Jesus hat das in so einem biologischen Beispiel erklärt. Er sagt, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin wie der Weinstock und ihr seid die Rebe da dran. Alles, was die Rebe machen muss, ist an dem Weinstock dranbleiben und dann fließt die Kraft automatisch, die in diesem Weinstock ist, ist auch in die Rebe. Ich habe viele, viele Jahre in Weikersheim, im Taubertal, da wo die ganzen Weinberge sind, da habe ich gewohnt. Und ich bin im Herbst regelmäßig spazieren gegangen. Ich habe nie gehört, dass es so ein allgemeines Grummeln und Murmeln und angstvolle Stöhnen in diesem Weinberg gab. Von wegen, oh je, ich bin eine Rebe, ich muss mich anstrengen. Hoffentlich werde ich auch groß genug. Völliger Quatsch. Sondern jede Rebe weiß, hey, ich muss nur am Weinstock bleiben. Die Power vom Weinstock reicht aus, damit es in meinem Leben vorankommt. Und Leute, das ist der Punkt, der mit der Liebe Gottes genauso ist. Wir müssen entdecken, dass es diesen wunderbaren Gott gibt, der uns mit seiner Liebe beschenkt. In der Bibel gibt es so einen netten Satz im Römerbrief, da heißt es, dass die Liebe Gottes permanent durch den Heiligen Geist immer wieder bei uns erneuert wird und nachgefüllt wird, solange bis wir so satt sind, dass wir diese Liebe schier nicht mehr in uns tragen können, sondern bereit sind, sie rauszubringen. Und das ist das Geheimnis glücklichen Lebens. Nicht ich muss, sondern ich bin so voll, dass ich gar nicht anders kann. Paulus sagt es mal, er sagt, ey, ich merke, wie diese Liebe Gottes mich packt und sie mich treibt und sie mich rausbringt. Und Leute, das ist, was Spaß macht. Da fängt Christsein an, wirklich normal zu werden. Nicht, weil ich muss, sondern weil die Liebe Gottes mich motiviert. Wenn wir in dieser Corona-Krise ein bisschen drüber nachdenken, dann staune ich darüber, wie Leute das geschafft haben, aus dieser Liebe Gottes heraus zu lieben. Im 3. Jahrhundert gab es eine Pestepidemie, also ähnlich wie diese ganze Corona-Kiste. Und es gab einen Bischof, der hieß Cyprian. Und dieser Mann hat das Elend um sich herum gesehen und hat gesagt, Leute, wie können wir das ändern? Und er baute in seiner Kirche eine Truppe auf, die nannte man Parabolani, das heißt übersetzt, die das Leben riskieren. Und diese Leute begannen, Menschen mit Pest zu pflegen, zu versorgen, die Toten aus der Stadt zu bringen, immer mit der Gefahr, sich selber anzustecken. Interessanterweise war die Ansteckungsquote in der Kirche ganz, ganz, ganz niedrig. Erstaunlich. Und diese Leute brachten tatsächlich die Epidemie zum Stoppen. Hochspannende Geschichte. Warum? Weil sie es hinbrachten, aus dem Selbstschutz in die Selbstlosigkeit überzugehen. Was hat ihnen die Kraft gegeben? Genau, dieses Geliebtsein aus der Liebe Gottes. Aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert gab es einen Mann. Sein Name ist Don Bosco. Er hat Waisenkinder und Straßenkinder aufgesammelt und ihnen zu essen gegeben und auch versucht, sie ins Leben zurückzubringen. Als in Turin die Pest ausgebrochen ist, ist er mit seinen Jungs durch die Straßen gegangen, um den Menschen zu dienen. Er machte immer zwei Dinge, bevor sie losgingen. Zuerst stellte er sich und seine Jungs unter den Schutz Gottes und dann segnete er sie, um Taten der Liebe zu vollbringen. Und nachweislich sagt die Geschichte, weder er noch einer seiner Jungs ist auch nur krank geworden. Sondern sie waren wie, als wenn ein Immunsystem göttlicher Art auf ihnen lag. Hochspannend. Ich glaube, das, was wir entdecken, ist, wenn diese Liebe Gottes uns packt, dann beginnt sie, in uns was freizusetzen. Mich hat der Soziologieprofessor Tony Campolo beeindruckt. Er beschreibt in einem seiner Bücher eine unglaubliche Szene. Er musste nach Honolulu, nach Hawaii, um dort einen Vortrag zu halten. Und er kam dort an, kam ins Hotel. Es war morgens 2:30. Die Zeitverschiebung brachte ihn dazu, dass er nicht schlafen konnte. Und so ging er durch die Straßen von Honolulu und suchte sich irgendwie eine Kneipe, irgendein Café, irgendwas, was noch morgens 2:30 auf hat. Und tatsächlich in so einer Seitenstraße kam er in so eine Kneipe rein. Und alles, was es da gab, war noch ein paar Donuts und ein Kaffee. Und er setzte sich da an die Bar, fing an, mit dem Wirt zu reden. Und mit einem Mal, so gegen 3:30, füllte sich plötzlich diese Kneipe. Und eine aufgemachte Dame nach der anderen kam rein. Und es stellte sich raus, er war in einer Milieukneipe gelandet, wo die ganzen Prostituierten von Honolulu, so wenn sie fertig waren mit ihrer Schicht, nochmal ihren letzten Kaffee nahmen. Campolo beschreibt, wie unangenehm ihm das war und irgendwie merkwürdiges Gefühl.
Und neben ihm setzte sich eine Dame an den Tresen und sie kam mit ihrer Nachbarin ins Gespräch und es stellte sich raus, sie erzählte, morgen habe ich Geburtstag, ich habe in meinem Leben noch nie eine Geburtstagsfeier gehabt. Und die andere sagte, ich auch nicht, und sie erklärten sich da so gegenseitig ihr Leid. Und Campolo hörte einfach nur zu, saß da, hörte zu, die Ladies gingen irgendwann. Er beugte sich zu dem Wirt rüber und sagte, kennen Sie die Dame, die da neben mir saß? Der Wirt guckt ihn an und sagt, wieso, was wollen Sie? Er sagt, sagen Sie mir einfach den Namen. Und er sagt, die heißt Agnes, ist eine von unseren Treuesten, die ist immer da. Und sagt, wissen Sie, die hat gesagt, die hat noch nie eine Geburtstagsfeier gemacht. Wäre es nicht cool, wir würden eine Geburtstagsfeier für Agnes machen? Der Wirt guckt ihn an, ist von der Idee irgendwie angetan, ruft rein in die Küche und sagt, hey, Frau, hier ist ein Typ, der hat eine gute Idee, der will morgen für Agnes eine Geburtstagsfeier machen. Sie einigen sich, die Frau dort in der Küche will eine Torte backen und Campolo sorgt dafür, dass das ganze Ding, der ganze Raum dekoriert ist. Nächster Morgen, 2:30, Tony Campolo schlägt in der Kneipe auf. Er dekoriert alles mit Happy Birthday Agnes und alles ist cool, die Torte ist cool. Es hat sich irgendwie rumgesprochen, dass da einer für eine Prostituierte eine Geburtstagsfeier machen will. Und die Prostituierten aus Honolulu scheinen alle an diesem Morgen da zu sein. Der Laden ist überfüllt. Tony Campolo steht in der Mitte, weiß auch nicht genau, ob er das jetzt hier richtig oder falsch macht. Irgendwann kommt Agnes mit ihrer Truppe rein und alles fängt an zu singen. Happy Birthday, Agnes. Die Frau bricht in Tränen aus. Als die Torte reinkommt, kann sie sich kaum auf den Beinen halten. Man setzt sie auf so einen Sessel. Sie ist da und guckt die Leute an, fassungslos. Ey, mir hat noch nie einer eine Geburtstagstorte gebacken. Und plötzlich nimmt sie diese Torte und geht einfach aus der Kneipe raus. Bevor sie die Tür zumacht, sagt sie, ich will meiner Mutter mal zeigen, dass es Leute gibt, die mir eine Geburtstagstorte gebacken haben. Totenstille, der ganze Saal ist wie angenagelt von diesem Erlebnis. Und irgendwie guckt einer den anderen an, keiner weiß, was er jetzt machen soll. Und in dem Augenblick gucken sie irgendwann am Schluss alle auf Campolo, der das Ding ja organisiert hat. Und Tony Campolo schreibt das so großartig. Ich schaute in all diese Gesichter und plötzlich dachte ich, man sollte beten. Er sagt, aber mein Pastor war nicht da, also musste er selber beten. Und er sagt, Leute, ich glaube, wir sollten für Agnes beten. Und er nimmt all seinen Mut zusammen und mitten rein fängt er an zu beten, dass Gott das Leben dieser Frau mit seiner Liebe berührt, sie in das hineinbringt, was er eigentlich als Plan für sie hat. Und während er betet, fangen die Leute an, ihre Taschentücher zu suchen. Der Wirt steht da, ein absolut abgehärteter Mann und weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll. Als Tony Campolo mit dem Gebet fertig ist, beugt sich der Wirt zu ihm rüber und sagt, ey Campolo, Sie haben doch gesagt, dass Sie Soziologieprofessor sind. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie auch Prediger sind. In was für einer Kirche sind Sie denn? Und Tony Campolo sagt, in dem Augenblick schießt es wie ein Blitz in meinen Kopf und ich schaue den Mann an und sage, in einer Kirche, die morgens 3:30 für Prostituierte Geburtstagspartys schmeißt. Der Wirt guckt ihn an, reibt sich die Augen und sagt, nee. So eine Kirche gibt das nicht. Aber, und er reibt die Tränen aus den Augen, wenn es so eine Kirche geben würde, Campolo, ich würde Mitglied werden. Leute, das ist der Punkt, von dem ich glaube, dass Gott ihn sich immer gewünscht hat. Dass wir entdecken, dass es so ein Riesenreservoir, so ein Riesenpotenzial an Liebe gibt, dass wir anzapfen können. Und dass unser eigenes Leben reich macht und dass uns darüber hinaus befähigt, andere reich zu machen. Denn das ist der Schlusssatz, mit dem ich um die Ecke kommen will. Unser Leben besteht darin, dass wir dieses Fundament entdecken. Wir sind geliebt. Und wenn du diese Liebe in Empfang nimmst, bist du befähigt, tatsächlich auch Liebe weitergeben zu können. Und das wird unsere Welt verändern. Das wird deine Nachbarschaft verändern, das wird deine Ehe verändern, deine Familie, wo immer du bist. Nimm das hin, Gott liebt dich und er hat seine Liebe weitergegeben. Und wenn wir dasselbe tun, werden wir dieselbe verändernde Kraft freigesetzt sehen. Sei gesegnet. Ich möchte diesen Satz mit dir beten, den uns die Bibel lehrt, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit dir sind. Sei gesegnet.